Gut, und jetzt wird es dann 16:32 Uhr und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Die Aufzeichnung läuft. Ja, und ich begrüße alle ganz herzlich zum Start des eBMOOC bzw. zum Start des ersten Webinars im Rahmen des eBMOOC hier mit fast 100 Teilnehmenden. Nicht schlecht. Freitagnachmittag. Das ist wirklich gut. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich durfte diesen eBMOOC mitgestalten. Insbesondere darf ich die Webinare moderieren, was mir ja eigentlich immer sehr viel Spaß macht. Beschäftige mich schon sehr lange mit Erwachsenenbildung und immer sehr gerne setze ich dazu ein, ergänzende Tools, und vieles bei mir passiert auch wirklich in dieser Webinarform. Ja, dieses heutige Webinar dient dazu, dass wir uns irgendwie sehen können, dass Sie sehen können, wer macht den eBMOOC, dass wir miteinander sprechen können, dass wir uns ansehen, was ist der eBMOOC, was können MOOCs vielleicht im Allgemeinen auch für die Erwachsenenbildung leisten. Und ja, alle, die das noch nicht getan haben, möchte ich jetzt bitten, dass sie noch in ein paar Worte in den Vorstellungsrunden-Chat reinschreiben. Ja, ich denke, wir sind jetzt auch mit Vorstellungsrunde des Teams. Zu meiner Person habe ich schon ein paar Worte gesagt und ich möchte vorstellen. Bitte, Martina. Okay, bin ich zu hören? Ja. Martina steckt offenbar. Dann würde ich sagen, fahren wir mit Lucia fort. Lucia. Mein Name ist Lucia. Ich bin Medientechnikerin und Assistentin beim Verein Conedo. Okay, was ist deine, vielleicht sagst du noch ein, zwei Worte zu deiner Rolle im Rahmen des eBMOOC. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir ein bisschen Leitungsprobleme noch. Was? Ich glaube, wir haben die Leitung sehr belastet mit den Jungen. Ja, ich glaube, wir nehmen mal die Kameras weg. Vielleicht liegt es wirklich daran, ich glaube es irgendwie fast nicht. Aber jetzt reduzieren wir. Ein paar Kameras. Wilfried. Ja, bitte. Ja, Wilfried, probier du mal ein paar Worte zu uns zu sprechen. Ja, hallo, bei mir kommt auch ein etwas verzögerter Ton an, aber ich nutze mal die Gelegenheit und sage Hallo an die Runde. Ich freue mich, dass so viele sich Zeit genommen haben, zum Webinar zu kommen. Ich leite den Verein Conedo und auch die Redaktion von erwachsenenbildung.at, unter dessen Flagger ja auch der eBMOOC segelt. Ich bin also quasi auch ursächlich mit dieser Veranstaltung daher verbunden, unter anderem auch als einer der Referenten im Modul 2, wo ich ein paar Tools vorstellen will. Also online ist für mich heute auf jeden Fall ein Vereinbarkeitsplus und ich freue mich auf den Nachmittag mit Ihnen und euch allen. Sehr gut, danke, danke Wilfried. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Martina. Ja, hört ihr mich jetzt? Jetzt geht's, ja. Ja, okay, das war scheinbar die Leitung. Wir sitzen halt so dritt in Graz, hat es irgendwie nicht ganz gepackt. Also, ja, mein Name ist Martina Süßmeier, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen. Ich bin Medientechnikerin und Assistentin beim Verein Conedo. Und jetzt eben schon das zweite Mal im eBMOOC-Team mit dabei. Meine Aufgabe im Projekt ist vor allem die Videoproduktion und allgemeine Projektassistenz im Hintergrund zu sein und auch jetzt die Betreuung im Forum der Teilnehmenden. Und heute im Webinar werde ich einfach Ihre Anliegen sammeln und zusammenspielen, dass wir möglichst alle Fragen ganz gut beantworten können. Deswegen klinke ich mich jetzt auch gleich mal aus. Ich bin aber im Hintergrund weiter mit dabei. Gut, und dann haben wir hier noch Martin mit am Podium, am virtuellen. Martin, bitte.
Martin? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir zum Martin ankommen. Ja, dann sage ich mal, last but not least natürlich, Birgit. Okay. Mhm. Bin ich zu hören? Ja. Klappt es soweit? Mhm. Kann man mich hören? Das ist ja, schön. Wunderbar. Hallo noch einmal auf dem Weg in die große Runde. Ja, ich bin Birgit Aschemann und leite den EBMUG und jetzt ja schon zum zweiten Mal. Und möchte einfach ein paar organisatorische Dinge oder so zum Ablauf auch zu Beginn vorausschicken. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank die glückliche Situation, also so wir da hier vom EBMUG-Team, dass wir das zweite Mal machen. Also das heißt, wir haben jetzt schon die Erfahrung von einem Durchlauf, dass es einfach prinzipiell sehr gut klappen kann mit dem Material, das wir hier haben und dem Format einfach zu lernen und dass das wirklich auch genutzt wird. Und das ist natürlich total fein und wie ich gestern im Forum gesessen bin und am Abend gelesen habe, die ganzen Einträge, habe ich festgestellt, wie viele sich als Wiederholungstäter und Wiederholungstäterinnen vorgestellt haben. Das waren nämlich erstaunlich viele und etliche davon haben eben beschrieben, sie haben jetzt eine Begleitgruppe, sind mit einer ganzen Gruppe dabei, was uns natürlich besonders freut, aber ich möchte auch zu denen, die jetzt einfach ein zweites Mal dabei sind, noch kurz anmerken, wie viel sie wirklich an Neuerungen erwarten können. Also es ist tatsächlich eben so, dass wir circa 3 bis 4 Videos komplett neu gedreht haben. Bei 2 bis 3 haben wir gar nichts gemacht und die anderen haben wir einfach leicht adaptiert, aktualisiert, so auf den neuesten Stand gebracht und Lernunterlagen ergänzt. Also so viel dazu. Aber insgesamt glaube ich, dass wir ja sowieso ein ganz anderes Lernerlebnis haben als im vorigen Jahr, weil ja iMOOC so ein großes Update oder eigentlich ein Relaunch durchlaufen hat seitdem. Und das ja jetzt alles auf iMOOCs anders ausschaut. Also alles anders, sage ich mal. Es ist übersichtlicher. Wir merken das jetzt schon, gell, bei den Support-Anfragen. Martin hat schon gestern mal signalisiert, es gibt einfach Anzeichen davon, dass diese Übersichtlichkeit geschätzt wird, weil einfach weniger Unklarheiten auftauchen und das ist einfach total fein. Es gibt jetzt da die Möglichkeit, dass man den eigenen Kursfortschritt selber mit, also dass man halt anklickt, sobald man was absolviert hat und dann so einen Fortschrittsbalken erzeugt und selber immer sieht, wie weit man ist. Und es gibt ein schnelleres Forum, das einfach das Scrollen ermöglicht, das einfach ein Moodle-Forum ist, so wie man einfach ein Moodle-Forum auch kennt. Und das sind einfach, denke ich, total feine Sachen. Es gibt im Forum eine Cafeteria, wo ich persönlich sagen möchte, ich bin total dankbar, dass diese Cafeteria jetzt auch genutzt wird als solche und nicht viele Parallelstränge entstehen, sondern dass man wirklich in die Cafeteria geht zum Plaudern und Plauschen. Das ist total nett. Und ansonsten sind wir halt ganz begeistert davon, von der Größenordnung, mit der der EBMUG heuer auch wieder gestartet ist. Wir haben jetzt 1950, ein bisschen mehr glaube ich sogar, circa 1059 waren es in der Früh, Personen im Kurs, im EBMUG. Wow, herzlich willkommen. Im vorigen Jahr sind wir ähnlich gestartet von der Größenordnung her. Wir haben auch heuer 27 gelistete Begleitgruppen und ich habe im Forum wahrgenommen, dass praktisch noch täglich neue Begleitgruppen angeregt werden oder entstehen oder gebildet werden jetzt. Ja. Also da gibt es einfach Bewegung, das ist total fein. Ich möchte vielleicht auch noch von den Erfahrungen aus dem Vorjahr kurz sagen. Wir haben natürlich also einfach diese Evaluation gemacht aus einer kleinen Abschlussbefragung. Es wird auch diesmal wieder in der letzten Einheit einen ganz kurzen Fragebogen zum Ausfüllen geben. Und weil wir das im vorigen Jahr auch gemacht haben, wissen wir, dass 2/3 von denen, die den ersten Test gemacht haben, auch am Schluss noch dabei waren. Also wirklich 2/3 von denen, die sozusagen Modul 1 mit Quiz absolviert haben, haben es dann auch geschafft. Und meine Gedanken gehen natürlich in Richtung des restlichen Drittels. Ja. Ich weiß genau, also das ist für einen MOOC ein unglaublich tolles Ergebnis, ja, aber ich weiß genau, dass es ein bisschen haarig wird, so ungefähr nach dem 3. Modul erfahrungsgemäß. Ja.
Und zwar nicht nur im EB-MOOC, sondern generell im MOOC. Ihr lebt jetzt selber gerade als Teilnehmerin vom MECO-MOOC. So ungefähr nach dem dritten Modul kommt dann vor, man hat so viele andere Dinge auch noch zu tun und kommt man da jetzt wirklich noch dazu. Und ich möchte wirklich allen ganz herzlich Danke sagen, die ihre Kolleginnen auch dabei unterstützen und Kollegen unterstützen, dran zu bleiben. Also das kann man ja super machen mit einem kleinen Schubserl in einer Begleitgruppe oder indem man auch selber mal so einen externen Meilenstein implementiert. So sagen wir da gern dazu, dass man sagt, okay, jetzt nach dem dritten Mal machen wir was aus mit jemandem, da gehe ich einen Kaffee trinken und unterhalte mich mit dem einfach über den MOOC, wenn ich noch jemanden kenne, der dabei ist. Ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich würd gerne den Martin noch zu Wort kommen lassen und dann würde ich gerne einblenden unseren Chat, in dem unsere ja, mittlerweile klar, über 100 Teilnehmenden ihre Anliegen für heute formulieren dürfen. Ja. Birgit. Lucia wollte auch noch was sagen? Ich wollte nur noch kurz, damit ich mich auch wegschalten kann, nochmal kurz sagen, dass falls es Schwierigkeiten gibt, irgendwie mit Ton oder Bild, bitte einfach in den Chat schreiben, wir werden das im Hintergrund servicieren und dann versuchen, gemeinsam zu lösen. Und ganz kurz noch zu meiner Person, ich gehöre auch zu Conedo dazu, habe beim EBMOG verschiedene Aufgaben, unter anderem habe ich bei den Videodrehbüchern zum Beispiel mitgewirkt oder bei den Lernunterlagen. Und heute werde ich eben gemeinsam mit der Martina im Hintergrund im Chat arbeiten. Gut, dann kann ich mich jetzt auch ausklinken. Bis später. Super, Lucia. Vielen Dank auch noch für die Ergänzung deiner Rolle. Martin, bitte. So, ich glaube, jetzt funktioniert es. Ja, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Ebner, Technische Universität Graz. Wir sind einerseits zuständig für die MOOC-Plattform, die wir seit 2014 jetzt anbieten. Wie Birgit angesprochen hat, haben wir im August also einen großen Relaunch gehabt, also kompletten Systemwechsel und sind also auch auf Moodle umgestiegen und scheint jetzt also nach den ersten Erfahrungen so zu sein, dass wir die Usability und das Design also entscheidend weiter verbessern konnten, sodass also weniger Probleme auftreten. Damit ist auch die Rolle etwas klarer. Das heißt, ich werde natürlich versuchen, den technischen Support im Hintergrund zu machen. Also ich bin einer von denen, die die Foren mitlesen, scannen. Wenn es Probleme gibt, dann also bitte einfach so schnell wie möglich schreiben. Manchmal ist es so, dass es also tatsächlich nicht an Ihnen liegt, sondern an uns. Und wir gehen also dem nach. Also wesentlich entweder im Forum posten, wir haben dafür einen eigenen Strang und ansonsten ist es mir sehr recht, wenn man auf imux.at oder das Kontaktformular benutzt, das also selbst also direkt auf der Plattform benutzt wird. Das hat den Hintergrund, dass nicht nur ich das bekomme, sondern unter anderem also auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Chance, dass man eine Antwort bekommt, ist also dann schneller möglich. Also das ist der Hintergrund. Und ich darf also auch in meinem Spezialthema zum Thema also offene Bildungsressourcen, Open Education Resources, ich glaube, also das 3 oder das 4er Modul auch inhaltlich was dazu beitragen. Also dort sieht man mich dann also inhaltlich. Das war es einmal von meiner Seite. Danke. Super. Danke, Martin. Ja, jetzt ist, wie alle wahrscheinlich sehen können, der Chat offen für die heutigen Anfragen. Es geht einfach ganz munter drauf los. Wir werden die Fragen sammeln und sortieren und versuchen, diese zu diskutieren. Und wir sind ganz gespannt, was da alles kommt. Genau. Katja zum Beispiel fragt, gibt es irgendwo einen Gesamtüberblick über die Inhalte des EB-MOOCs? Ich habe gerade den Link dorthin gepostet, hier gibt es den Gesamtüberblick. Unter erwachsenenbildung.at/EB-MOOC-Module. Das sind die Inhalte, Ziele und möglichen Lernergebnisse aufgelistet. Ja, der EB-MOOC gliedert sich in wie viele Module, Birgit? Der gliedert sich in 6 Module. Wie sie in dem allerersten Video beschrieben sind. Das ist schon das erste Modul jetzt diese Woche natürlich, Einführung und so weiter. Dann geht es mit den praktischen Tools weiter, dann kommen die sozialen Medien, dann kommt eine Einheit zu E-Learning und Blended Learning, wo wir alle möglichen nützlichen Dinge zusammengefasst haben, eine Einheit zu den offenen Bildungsressourcen und dann eine Einheit zur Beratung mit Videotechnologien und auch chatbasierte Beratung.
Genau, ich sehe, es gibt einige, die einfach mal Webinare erleben wollen. Ja, ich finde Webinare auch deshalb spannend, weil vieles einfach ja, spontan oder ungeplant passiert und man vieles gar nicht planen kann natürlich, aufgrund des Live-Charakters. Ja, manchmal gibt es ein bisschen technisch. Was wir auch gleich beantworten könnten, ist, dass Sabine Meyerhofer meinte, ihr geht da oben ein paar Mandeln, wie sie es nennt, oder Symbole ab, sozusagen da oben in der Leiste. Das sieht man nur, wenn man mit Video und also Kamera und Audiorechten freigeschalten ist in der Teilnahme. Das ist im Moment sozusagen jetzt einmal unserem Podium vorbehalten. Daher scheinen diese Symbole auch nicht auf. Ja? Das ist also kein technischer Fehler, das ist jetzt so die Regelung einfach vorläufig. Das ist vielleicht auch gleich so eine Antwort auf die Frage, wie kann man das denn schaffen, Webinare mit so großen Gruppen zu handeln. Also unsere Erfahrung aus dem Vorjahr ist, man kann das nur schaffen, wenn man das doch vorstrukturiert ein Stück weit. Das heißt, wir haben Slots eingeplant, wo man wirklich so diese Freigabe mit Kamera und Ton auch ermöglichen wollen. Und Slots oder halt Teile des Webinars, wo man wirklich so wie praktisch am Podium sitzen. Und das ist halt jetzt so ein Teil, wo man praktisch vom Podium aus die Anliegen, die im Hintergrund für uns zusammengefasst werden, dann beantworten möchten. Ja, also wir sehen noch ein paar zusätzliche Fenster, die jetzt ihr nicht seht, und wo einfach die beiden Kolleginnen, die Sie vorher vorgestellt haben, Martina und Lucia, einfach Dinge beantworten oder zusammenfassen. Und das ist so ein Versuch oder eine Möglichkeit, so große Webinare zu handeln. Was halt nur, also das ist sozusagen, da kann man uns auch in unserem Team unseres Team erleben. Also das funktioniert so gut wie da. Einfach nach dieser Struktur vorgehen, ja. Genau. Wir haben vor, später nochmal so einen Slot aufzumachen, wo wir uns freuen, wenn sich wer freischaltet. Aber jetzt versuchen wir mal so die dringendsten Fragen zu beantworten zum Kursablauf selber. Oder einfach, was so kommt von euch. Ja. Ich finde da eh schon super. Und da kommt schon so viel, dass ich kaum noch mitlesen kann. Ja. Eine Frage habe ich gerade gesehen, werden alle Webinare in diesem MOOC mit Adobe Connect durchgeführt? Ja, schon. Wobei wir darüber diskutiert haben, gell, du bist zurzeit, David, eher ein Fan von oder hast sehr gute Erfahrungen mit Zoom und wir machen auch zunehmend gute Erfahrungen mit Zoom. Aber Connect hat uns halt einfach ermöglicht, auch zu erschwinglichen Konditionen einen 500er Raum zu bekommen oder auch nutzen zu dürfen, weil diese ganz großen Räume natürlich, die offen sind für bis zu 500 Personen oder so, die kosten natürlich dann. Magst du was ergänzen dazu, David? Ja, also das letzte Modul ist ja dann Softwarelösungen auch für Online-Beratung und Webinaren in der Erwachsenenbildung gewidmet und da werden auch andere Softwarelösungen, eben auch unter anderem Zoom, wird vorgestellt und ich kann mir auch irgendwie ermöglichen, dass wir das ausprobieren. Auch in der großen Gruppe wäre eigentlich ganz lustig. Ich meine, Adobe Connect zeichnet sich dadurch aus, dass sehr viel möglich ist, aber die Funktionsvielfalt dann möglicherweise auch ein bisschen überfordern kann. Ich poste den Link gerade zu Zoom in den Chat. Genau, dann noch eine allgemeine Frage. Hier gibt es eine Übersicht über Begleitgruppen nach Regionen. Wo findet man die? Also sowohl Martina als ich haben den Link schon gepostet hier in diesem Anliegen-Sammlungs-Chat. Einfach da draufklicken, da sieht man die Begleitangebote in einer Google Maps-Übersichtskarte sozusagen auch nach Region kann man da sich orientieren und in der eigenen Region suchen, ob es da was gibt. Und dann einfach auch in einer Liste, wo man das durchschauen kann. Die Begleitangebote sind ja unabhängige Angebote unserer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Das heißt, die gestalten das so, wie ihnen das für ihre Gruppe, die sie ansprechen möchten, passend vorkommt, aber eben in Bezug auf den BMOG und den Ablauf hier, den wir da anbieten. Es gibt etliche offene Angebote, wo man sich einfach auch anmelden kann. Es gibt auch viele geschlossene Begleitgruppenangebote, die sich an bestimmte Personengruppen oder Institutionen, Mitarbeiterinnen in Erwachsenenbildungseinrichtungen richten. Einfach mal die Liste durchschauen und dann sehen Sie ja, ob da was dabei ist, wo Sie vielleicht mitmachen können. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass Birgit, du hast das eingangs auch schon kurz angesprochen, im Verlauf noch weitere Begleitgruppen entstanden sind,
Auch jetzt erleben wir das schon im Forum, gibt schon Anfragen, können wir nicht das machen. Kollegin aus der Schweiz, glaube ich, die auch da ist, hat das schon gesagt, suchen wir uns einen Raum, machen wir was, finde ich ganz, ganz toll. Bitte, wenn da was entsteht oder Sie noch Initiativen machen oder was wahrnehmen, einfach auch bei uns melden. Wir unterstützen da gerne auch noch. Wir haben auch für Leute, die eine Begleitgruppe ins Leben rufen wollen, noch eine Handreichung zur Verfügung, können da auch gerne so ein Stück beraten, wie geht man das gut an, wie kann man das moderieren und gestalten. Da sind wir gerne unterstützend auch mit dabei. Von Uwe zur Webinar-Software. Ja, wir haben es gesehen. Birgit, ich habe dich unterbrochen. Ach, ich habe nur gerade gesehen, dass einige wirklich jetzt schon aufgegriffen haben, das Thema mit dem Lerntagebuch, gell? Also die Vorlage, ob es eine individuellere Vorlage gibt, ob man eine gestaltet, ob man mit der vielleicht auch arbeiten kann, die ja im Kurs auch gepostet ist, also wie es denn da so ausschaut damit und wie das dann aufgegriffen wird und wie wir dann weiterarbeiten mit dem Lerntagebuch. Und also da können wir vielleicht gleich dazu sagen, also wir, also sozusagen vom Kurs her, arbeiten mit dem Lerntagebuch nicht explizit weiter. Also das ist wirklich so ein Teil, wo wir am Anfang so sozusagen Proviantaufgabe machen, ja, und uns wünschen, dass sozusagen dieses Proviant, dieses Instrument Lerntagebuch einfach aufgegriffen und individuell weitergeführt wird. Und wir machen das gar nicht nur so freihändig so, sondern auch mit einer Überlegung dazu. Ich mache seit ungefähr 10 Jahren eine Schreiblehrveranstaltung, wo ich auch mit einem Reflexionstagebuch arbeite und habe das über die Jahre hinweg sehr unterschiedlich ausprobiert und meine Erfahrung ist wirklich, wenn man sich das so herrichtet, wie man es selber gern mag, ja, also man kann ja auch ein digitales Tagebuch verwenden, wenn man das möchte. Ich poste mal zum Beispiel Pen zu, kann man dafür verwenden, aber wenn man zum Beispiel ein analoges Tagebuch nimmt und gern schreibt, dann sollte man sich das wirklich so herrichten, wie es einem am allerbesten gefällt, mit den Fragen vorstrukturieren, die einem am besten selber gut tun. Also ich bin wirklich da ganz, ganz überzeugt davon, das so individuell wie möglich zu machen, ja. Deswegen haben wir uns dazu auch keine weiteren Inputs oder ja, nichts weiter dazu überlegt, weil wir einfach meinen, das ist so ein ganz persönlicher Teil. Schreiben kann sowas Schönes sein, oder? Wenn man sich so richtet, wie es einem ganz zutiefst selber entspricht. Das ist so die Überlegung dazu. Hier im Chat geht es nochmal um die Begleitgruppen und da wird ja geschrieben, in München wäre noch was frei. Aber gibt es dieses Jahr eigentlich, ich weiß, letztes Jahr gab es das, eine Online-Begleitgruppe, also eine Gruppe, die sich rein online nur trifft, um den MOOC zu begleiten? Ich meine, wir haben eine Facebook-Gruppe, die man ja, sowieso... Ja, Begleitgruppe war ja auch gemeint, eine Live, also Begleitgruppen treffen sich ja, und jetzt kann man sich natürlich auch in einem Online-Raum als Begleitgruppe treffen. Du meinst eine, die mit Videokonferenztechnologien arbeitet, so wie wir da, oder mit Zoom zum Beispiel, oder, ja. Wir wissen gar nichts davon. Das ist eigentlich jetzt eine Frage an die große Runde. Ja, weil die Frage ist gut und das wäre ja eine... Also ich wahrgenommen, dass es eine Begleitgruppe gibt, die also mit einem quasi Webinar-Setting startet und dann vielleicht das Präsenztreffen macht. Ich glaube, das ist die Gruppe des Forums Katholische Erwachsenenbildung in Österreich. Da bin ich meint, gelesen zu haben, dass die zusammen mit Adobe Connect starten und dann erst live treffen, also Präsenztreffen auch durchführen wollen würden. Okay. Ich glaube, es gab im Vorjahr, dass wir das so mit eingebunden haben, ja. An der VHS Aalen wird hier geschrieben, gibt es eine Online-Begleitgruppe. Also ich träume ja von diesen Formaten, mich wundert eigentlich, dass nicht mehr solche Mischformate entstehen, ja, die einerseits Präsenz und andererseits Videokonferenztechnologien verwenden, um einfach ihren geografischen Radius zu vergrößern. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, eine Begleitgruppe, die sich nicht fühlen würde mit einem großen Einzugsbereich, wenn man wirklich jede Woche kommen müsste, aber die sich fühlt, wenn man nur zweimal kommt und dazwischen 3 Online-Treffen hat. Ja. Birgit, ich glaube, du hattest irgendwie ein Lerntagebuch-Tool oder so erwähnt. Ich habe Penzu erwähnt und auch kurz gepostet, aber nur den Namen und nicht den Link. Ich schaue jetzt noch einmal, ob ich den Link schnell posten kann.
Genau, Paint zu kommen. Ich werde es gleich da in den Chat posten. Ich greife schnell auf die Frage, in welchem Kostenrahmen bewegt sich so ein Online-Raum? Ungefähr ein paar hundert Euro im Jahr. Ja, wenige hundert Euro im Jahr. Also das hängt auch von der Größe ab, gell? Wie viel Fassungsvermögen ihr haben sollt. Genau. Hat jemand Erfahrung mit TeamViewer? Ich habe es immer mal, immer wieder mal ausprobiert, aber jetzt nicht als Webinar-Tool, wobei man ja in jedem Webinar eigentlich die Rollen ganz schnell wechseln kann. Also ich könnte jetzt allen der 113 Teilnehmenden hier auch alle Rechte geben. Nur dann wird es wahrscheinlich. Stürzen wir ab. Ja, aber man kann die Rollen ganz schnell wechseln. Ein Klick. Eine Idee gibt es hier für das Kennenlernforum. Also Vernetzung ist ja doch irgendwie ein wesentlicher Aspekt in dem MOOC. Gibt es eine Möglichkeit, im Kennenlernforum das irgendwie zu strukturieren? Habt ihr da was angedacht, Martin? Weil es ist doch sehr, wir haben doch einige hundert Einträge drin. Man muss das Forum so verstehen, dass auf der ersten Ebene, wo sie also einsteigen, das sind die sogenannten Themen und diese Themen sind darunter einzelne Forenstränge. Man könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, ich mache eine Vorstellrunde für die Region A bis C und liste dann die alle runter und jeder kann sich das da rein schreiben. Aus Erfahrung wird auch das mit der Zeit unübersichtlich, weil dann Personen falsch posten und dann das doch wieder nicht passt. Also wir haben diese Erfahrungen. Moodle erlaubt leider nicht, also mehrere Ebenen. Das ist also dort nicht möglich. Und daher also kann man entweder mit einem in allem leben oder man muss also hergehen und das selbst wieder aufteilen in kleinere Stränge. Aber das ist aus Erfahrung, so wie man es macht, ist es falsch dann am Ende vom Tag. Also, wir versuchen da hier das Beste zu machen und Übersichtlichkeit wahren. Vielleicht also auch einfach Geduld haben und der einzige Vorteil ist, man sieht eigentlich, wie viele neue Nachrichten sind und dann hilft es eigentlich an die Stelle, wenn Sie die Zahl anklicken. Das heißt, Sie dürfen nicht vorne klicken, sondern dort hinten, wo die Zahl steht an den neuen Beiträgen. Und dann wird im Forum direkt auf das erste nicht gelesene Beitrag hingesprungen und danach kann man nach unten scrollen. Aus Erfahrung weiß ich auch, dass die nächsten Foren deutlich also weniger Beiträge haben und übersichtlicher werden. Das ist also erfahrungsgemäß so, die Vorstellungsrunde, die geht einfach über. Das ist sehr unübersichtlich. Das ist der Teil, wo die meisten Personen schreiben. Vielleicht noch eine Frage zum Forum. Was bedeuten die Mitteilungseinstellungen im Forum? Ja, was man hier machen kann, ist, man kann sich also per E-Mail zum Beispiel also zuschicken lassen, was sich im Forum getan hat seit meinem letzten Login. Das heißt also, wenn Sie dort drücken, dann erscheint ein kleiner Brief und der Brief steht dafür, dass Sie also dieses Forum abonniert haben und möchten, dass Ihnen die Neuigkeiten zugeschickt werden. Und Sie können das einstellen über Ihr Profil, dort unter Mitteilungen einstellen und da können Sie sagen, wie Sie es möchten. Also wenn Sie zum Beispiel nur offline sind, weil wenn Sie online sind, dann braucht man das ja nicht zuschicken oder wenn Sie auch online sind, wie auch immer, oder ob Sie nur eine Zusammenfassung wollen oder eigentlich jedes. Bei mir ist es so, dass ich es also einmal am Tag um 17 Uhr zusammengefasst bekomme und zwar jene Nachrichten, die ich noch nicht gelesen habe und da scrolle ich dann also drüber einfach und schaue, ob wieder was dabei ist. Ist also die Möglichkeit, sich offline per E-Mail zu informieren lassen, was in den Foren geschehen ist. Und bekommen tut man nur jene, wo dieses kleine Briefchen auf der Seite sichtbar ist. Also wenn Sie das wieder anklicken und es ist wieder der Punkt da, dann bekommen Sie nichts. Noch eine Frage zu den Foren. Die Suche in Foren, ich glaube, die Frage von Sonja ist so gemeint, kann man auch in mehreren Foren gleichzeitig suchen oder lässt sich noch? Nein, die Suche in Foren bewirbt sich, geht also immer auf das aktuelle Forum, also auf den aktuellen Kurs, wo man drinnen ist. Aber wenn man einen anderen Kurs wechselt, dann bezieht sich die Suche auf dieses Forum. Also ist nicht übergreifend, weil also wahrscheinlich wird es auch noch mehr Chaos geben, weil da kriege ich noch viel mehr Ergebnisse. Wenn Sie nach einem sehr einfachen Begriff suchen, dann wissen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr, aus welchem Forum das kommt. Also
Um vielleicht die Größenordnung zu sagen, wir haben derzeit ungefähr 4000 Lernende. Der IB-MOOC ist zwar das größte, aber wir starten am Montag nochmal zwei MOOCs. Also wir sind eine kleine Universität derzeit mit 4000 Lernenden, die parallel gleichzeitig also in anderen Kursen lernen. Und das ist sehr, sehr schwer und das ist auch die Herausforderung bei diesen Systemen, Übersichtlichkeit zu wahren und Performance zu gewährleisten, dass sie tatsächlich also das Gefühl haben, ja, es läuft so, wie ich gern hätte. Das iMOOCs-Plattform basiert auf Moodle, oder? Ist das richtig? Ja, wir haben im August umgestellt. Die vorherige Version war eine andere Plattform. Wir haben jetzt auf Moodle umgestellt. Das liegt an der Technischen Universität Graz selbst, dass wir alles auf Moodle umgestellt haben. Ist jetzt keine technische Entscheidung im Sinne von Performance oder bestes System, beste Funktionalität, sondern ist die Entscheidung, dass wir im Hintergrund dazu am einfachsten warten können, wenn wir nur mit einem System fahren. Also das ist diese Entscheidung getroffen worden, das auch hier auf Moodle umzustellen. Und wir nutzen auch in iMOOCs ehrlicherweise nur sehr wenige Funktionen. Das ist auch bewusst so, weil wir es mit sehr, sehr vielen Lernern zu tun haben und sie sollen lernen und nicht mit irgendwelchen Funktionalitäten herumspinnen und Probleme haben. Und die Erfahrung, die Sie also jetzt auch hier sehen, ist das Ergebnis also einer vierjährigen Evaluation, wo wir sagen, also auch jemand, der wenig Erfahrung hat mit Internetlernen, soll sich möglichst schnell zurechtfinden. Also es ist alles auf einfache Usability ausgelegt und nicht auf sehr komplexe Funktionalitäten. Natürlich könnte Moodle theoretisch viel mehr. Wie hieß die Vorgängerversion? Was war dort als Softwarelösung? Das war der sogenannte VBT Master, das ist eine Eigenentwicklung der TU Graz, also wenn jemand noch historisch unterwegs ist, das ist der Nachfolger gewesen der E-Learning Hypersuite. Also die zweitgrößten E-Learning-Plattform im Jahre 2000, aus dem wurde dann diese Software entwickelt und mit der haben wir also quasi 10 Jahre lang gearbeitet. Gut, aber das ist wirklich Softwaregeschichte. Dann wird hier gefragt von Sabine, ist Moodle selbst eigentlich auch dann irgendwie Gegenstand im MOOC? Ja, ich habe im Chat schon darauf geantwortet, Moodle selber ist Gegenstand im MOOC, und zwar in der Einheit 4. Da gibt es Videos zum Moodle und es gibt ein Übungsmoodle, das für alle freigeschalten wird, wo es alle möglichen Funktionen von Moodle zum Ausprobieren gibt. Und natürlich nicht nur die ganz einfachen, sondern einfach ein paar lustige, anregende und abwechslungsreiche Funktionen. Ein paar Dinge, die eingebunden sind. Das wird sehr gut betreut von einer Moodle-Profi-Frau vom Kompetenzzentrum der Wiener Volkshochschulen. Und die Frage von Marina erlaube ich mir schnell zu beantworten. Moodle ist eine Softwarelösung Open Source für Lernplattformen. Ja? Ich sehe gerade, Wilfried bezieht sich da bei uns so in der Hintergrunddiskussion auf einige Begleitgruppen, die noch in Gründung sein könnten oder so Wünsche, noch Begleitgruppen zu gründen. Und du hast eine gute Idee gehabt dazu, Wilfried. Magst du vielleicht dazu was sagen? Ja, ich habe wahrgenommen, dass jetzt da diese Anliegen-Chats und zunehmend auch zum Initiieren von Präsenztreffen sozusagen genutzt wird und zu Kontaktaufnahme, das finde ich ganz toll. Bin mir nicht sicher, ob wir das sozusagen in dieser Chat-Historie hinbekommen, da die gute Vernetzung herzustellen. Deswegen war mein Vorschlag, wenn es da Bedarf gibt, dann könnten wir ja durchaus auch im Forum ein eigenes Forum, sozusagen einen eigenen Thread auch einrichten, wenn da Bedarf besteht, wo man dann reinschreiben kann, okay, ich suche noch Interessierte in meiner Gegend, wer macht mit, und dann kann das sozusagen die Vernetzungsstruktur sein, die in auf iMOOC selbst sozusagen auch stattfindet und dort auch sichtbar bleibt, denn das Webinar ist ja dann in spätestens einer Stunde schon wieder vorbei. Das wäre so eine Idee, dass wir es einrichten. Martin, hast du da Erfahrung jetzt für euch mit so über das Forum sowas anzuzetteln? Was hältst du davon? Ja, also Erfahrung heißt, dass sich immer wieder Lerncommunities bilden. Also man kann es gerne im Thread zur Verfügung stellen, es gibt es auch in Facebook das immer wieder. Es ist ja oft so, dass sich wahrscheinlich im Laufe des MOOCs finden Leute zusammen, die vielleicht nahe sind, also von der Region her, oder die sich halt liebst am Online austauschen. Und ich würde einfach sagen, man soll frei und offen auf andere zugehen. Und wenn man das Gefühl hat, wir wissen aber nicht, wie man das machen soll, kann man ja gerne eine Antwort oder einen Ratschlag dazu geben, also was wir bisher immer so gemacht haben. Aber diese Lerngruppen, das ist also ein didaktisches Modell, das wir seinerzeit entwickelt haben.
Das war die Idee, also den MOOC auch im Offline wieder zu begleiten. Und wir wissen aus jetzt, also den ersten wissenschaftlichen Ergebnissen, dass dann der Lernerfolg deutlich höher ist, als wenn Sie tatsächlich alleine online lernen müssen. Und das ist also für etwas, also schließen Sie sich ruhig an. Der Austausch untereinander ist immer sehr viel wert, also auch um sich gegenseitig zu motivieren und zu schauen, den anderen geht es auch gleich und so weiter. Also das ruhig nutzen, also das ist ein sehr erfolgreiches Modell geworden. Gut, also ich habe jetzt gleich mal so ein Thread angelegt im Forum. Forum für die Gründung neuer Begleitgruppen heißt es halt jetzt. Und ja, ich hoffe, ihr findet euch dort gut zusammen. Es gibt einen eigenen Forum-Thread, um sich dafür zu vernetzen. Und vielleicht Max Herbert. Der verschwindet dann nicht, wenn das Webinar vorbei ist, sondern dort kann man einfach. Herbert hatte die Idee eingebracht, eine reine Online-Begleitgruppe einzurichten, die auf Videokonferenz basiert. Und das ja, kann dort gerne natürlich auch angeboten werden. Mitstreiterinnen und Mitstreiter oder Teilnehmer an dieser Begleitgruppe dann gefunden werden. Ja, vielleicht gehen wir wieder ein bisschen zurück zu den vielen Fragen, die da gekommen sind. Und von denen haben wir, glaube ich, noch nicht ganz alle beantwortet. Eine Frage bezieht sich auf OLAT. OLAT ist offenbar eine relativ neue, ich weiß es nicht, Alternative zum Moodle. Kann da jemand hier was sagen? Martin. Ja, also OLAT ist die Version der Schweizer, die kommt von der ETH Zürich und ist also dort entwickelt worden und hat also neben also dem kommerziellen System unter anderem also auch ein offenes System. Die Universität Innsbruck verwendet das zum Beispiel und das auch im Hamburger Raum, weiß ich, dass es verbreitet ist. Ich kann grundsätzlich dazu sagen, weil wir also natürlich also auch immer wieder uns verschiedene Systeme anschauen. Es ist programmiertechnisch sehr fein, wahrscheinlich schneller als Moodle, hat aber natürlich den Nachteil, dass die Verbreitung ganz eine andere ist und das heißt auch, der Support ist schlecht. Also, ich sage im Leben immer, alles hat einen Vor- und einen Nachteil und warum man Entscheidungen trifft, das hat schon einen gewissen Grund. Also Moodle ist also das weltweit größte System, da haben sie den größten Support, das heißt aber nicht automatisch, dass es damit aus technischer Sicht zum Beispiel das Beste ist. Das hat sich also aus Außengründen durchgesetzt, die wissen, dass wie bei anderen Entscheidungen das so läuft. Aber ist ein System, kann man empfehlen, wenn das jemand verwenden möchte. Ich sehe gerade auch Ilias ist angesprochen, das glaube ich kommt aus dem deutschen Raum, habe ich auch eine Zeit lang damit gearbeitet. Also die nüchterne Diskussion ist, wir haben um 2000, wie ich selbst also als Forscher begonnen, und haben sehr, sehr viele Diskussionen über unterschiedliche Lernplattformen geführt. Ich würde sagen, heute haben sie etwa die gleiche Funktionalität. Die einen können das besser, die anderen können das besser. Und ich habe also persönlich keine Präferenz, sondern wir haben Gründe, warum wir gewisse Systeme machen. Und wie gesagt, Moodle hat sich durchgesetzt, weil es ja das erste Open Source war. Und in Österreich, glaube ich, haben jetzt 80% der österreichischen Universitäten Moodle. Und das hat natürlich den Vorteil des Austausches. Und man kann also hier untereinander besser miteinander arbeiten. Schulen, Erfahrungen austauschen. Das heißt nicht, dass andere Systeme vielleicht nicht schöner werden, besser werden, schneller, wie auch immer, und das eigene. Es gibt auch Institutionen, die fahren das andere und sind auch sehr zufrieden. Das ist immer eine Frage, wie man das Support-Team aufstellt und wie viel Kosten man hat und so weiter. Gut, danke Martin. Sabine hat ja nochmal gefragt nach Penzo und Zoom. Also Penzo, glaube ich, haben wir schon geklärt. Das war dieses Lerntagebuch-Tool und Zoom wäre eine Alternative zu Adobe Connect, also ein Webinarsystem. Wir sprechen aber, so nehme ich an, im MOOC nicht nur über Tools, sondern auch über Lernszenarien. Und Ruth fragt, inwieweit kommen irgendwie so didaktische Aspekte auch im MOOC vor? Wer mag darauf antworten? Wer mag darauf antworten und hat zugehört? Didaktische Aspekte im MOOC, wozu? Ganz generell würde ich sagen, so sieht die Frage hier von Ruth aus. Müsste die Frage von Ruth nochmal, also didaktische Aspekte, wie weit werden didaktische Aspekte im MOOC angesprochen? Ja, genau. Also Lernszenarien mit den Online-Tools. Gut. Ich meine, der MOOC hat jetzt mal so im Fokus einfache praktische Anwendungen für die tägliche Arbeit. Ja. Wir gehen davon aus, wir wenden uns ja an Erwachsenenbildnerinnen. Ja. Unsere Zielgruppe sind Erwachsenenbildnerinnen, Kollegen, Kolleginnen, von denen wir davon ausgehen, dass sie mit Didaktik sozusagen, dass sie einen vollen Rucksack an Didaktik mit sich führen. Ja. Und
wo wir sowieso, also wo wir sozusagen uns denken, was wir ergänzen wollen dazu, sind sozusagen Gestaltungsmöglichkeiten mit technologischen Tools. Und dass man sowieso, also wir erwähnen das immer wieder natürlich, dass man sowieso zunächst einmal an sich überlegt, also was will ich überhaupt, wer ist meine Zielgruppe, was sind meine Inhalte, in welcher Art sollen die Inhalte erarbeitet werden, welche Sozialform ist dafür geeignet und so weiter und so fort. Und die Tools, die wir vorstellen, dahingehend verwendet, wir gehen einfach davon aus, dass unsere Kolleginnen das sowieso, also dass die das einfach, also dass man, das ist keine EdTech-Veranstaltung in dem Sinn, also dass man sozusagen diese Didaktik nicht so mehr, nicht so intensiv nachliefern müssen, weil unsere Zielgruppe hier in dem EBMOG ganz viel dazu sowieso mitbringt. Wer das aber sich auch nochmal strukturiert anhören möchte, dazu möchte ich Empfehlung abgeben, nämlich die Einheit 3 im MECOMOG mit einem sehr tollen Video, wo man vielleicht auch den Video-Link kurz rein posten können, der das in einer sehr netten Weise auch aufgreift und thematisiert, was didaktische Dinge betrifft. Also uns ist halt wichtig, Erwachsenenbildung zu speziell. Dass noch 68 Menschen die Geduld gehabt haben, mit uns zu warten, ist ja Wahnsinn. Der On-Campus-Server, gell, dieser große leistungsstarke Server. Wir haben inzwischen einen alternativen Raum organisiert und vorgeschlagen im Forum für die, die dort geschaut haben und einen alternativen Raum vorgefunden haben. Wir sind jetzt doch da. Ich glaube, Martina, du postest das gerade im Forum, gell? Ah, wieder gelöscht, gut. Es tut uns total leid, es ist einfach Server down, genau. Angelika, sehr richtig. Es lag nicht an euch, gar nicht. Es lag ganz allein am Server. Ganz wichtig, niemand von euch hat einen Fehler gemacht. Man sucht ja sonst immer den Fehler bei einem selbst, aber das ist nicht da. Das letzte Mal haben wir ja bei dem MOOC gesagt, letztes Jahr um die Zeit, wir machen jetzt das Internet kaputt, gell? Das haben wir jetzt schneller geschafft diesmal. Diesmal waren wir schneller. Ja, 76. So ist sehr zu geduldig. Danke euch. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, das zu ergänzen, was ich vorher schon zu Beginn sagen wollte. Bitte nicht wundern, wir machen das ja von Österreich aus. Wir irzen euch. Gell? Im Plural sind wir online per Du. Für alle, die das noch nicht im Forum gelesen haben. Und wir sind gern mit allen per Sie, die sich mit Nachnamen bei uns melden oder uns sitzen. Gut. Gut. Das heißt, wir haben uns wieder versammelt. Was tun wir, wenn das noch einmal passiert? Wollen wir vielleicht den Ersatzraum hier posten? Die Adresse des Ersatzraums? Oder wollen wir es dann drauf ankommen lassen? Ja, dann würde ich sagen, dann steht es im Forum. Ja? Dann steht es im Forum, der Ersatzraum. Okay. Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt nur Nägel mit Köpfen machen und eure Fragen beantworten. Wir gehen wieder zurück zur Agenda, die nämlich verloren gegangen ist. Das ist sehr schön. Okay. Dann würde ich vorschlagen, fragt einfach alle eure Fragen, die noch nicht beantwortet sind und natürlich noch andere auch dazu. Ja? David, magst du uns vielleicht dieses Chatfenster groß über die Ankündigung der Webinare drüberlegen, so dass wir wirklich ganz viel im Chat lesen können, gemeinsam? Oder einfach vergrößern? Chatfenster können wir größer machen, ja. Super. Ja, genau. Wissenschaftliche Untersuchungen zu digitalen Lernformen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz arg viele. Und wahrscheinlich ist der Martin, der gefühlt irgendwie einmal pro Woche publiziert zu dem Thema. Eine gute Auskunftsperson dazu, oder? Martin? Ich noch nicht, Martin, dein Mikro ist noch aus. Bitte. Ja, danke. Ich kann das nur mit Ja beantworten. Das ist immer wieder schwer. Also ich selbst also mittlerweile gehöre ich schon also zum alten Eisen, also beschäftige mich seit 2000 mit diesen Dingen, also die
Forschung geht viel weiter zurück, weil man eigentlich also mit, also nicht digitales Lernen das genannt hat, sondern seinerzeit elektronisch geschütztes Lernen, das ist schon in die 80er Jahre aufgekommen. Und dann mit dem Internet, also hat mein Doktorvater und dann auch Habilitationsvater, Professor Maurer, sehr viel gemacht an der TU Graz, also das ist ein eigenes Forschungsfeld, das also aus meiner Sicht jetzt schon lange unüberschaubar ist und wir haben also sehr viele unterschiedliche Felder, in denen wir hier forschen. Das heißt, das müsste man, wenn, dann konkretisieren, wenn man ganz eine konkrete Frage hat, aber ja, das Forschungsfeld ist riesig, es etablieren sich jetzt schon langsam auch im deutschsprachigen Raum Lehrstühle dazu oder wobei das also ein bisschen braucht, also das aufgrund dieses interdisziplinären Themas, aber ja, natürlich gibt es das nicht. Genau, vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal reinposten, vielleicht gibt es irgendwie ein Zugangsportal, das du empfehlen würdest, um ja, wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema zu finden. Gut. Jetzt versuche ich hier wieder mit zu lesen. Es gibt ja immer leider wenig in der Erwachsenenbildung. Gell? Es ist leider so, dass einfach die Forschung in der Erwachsenenbildung da doch weniger ausgeprägt ist als für das schulische Lernen zum Beispiel. Ja, aber es ist schwierig, weil das Setting könnte man in sich bauen, aber ja, also auf der didaktischen Seite ja, weil wir also bei dem Bereich der Medienpädagogen große Probleme haben, weil sie es technisch nicht verstehen und wir natürlich typischerweise an Hochschulen und Schulen sind und deswegen natürlich dort noch mehr Feldforschung haben. Ja. Genau, Martin, dein Mikro wieder näher nehmen, dann verstehen wir dich besser. Lucia, vielleicht magst du dich melden, auch zur Videoproduktion. Das kann ich mich erinnern, das war auch eine Frage, wie kann man solche Lehrvideos oder Erklärvideos, sagt man auch oft, produzieren? Ich würde sehr gerne per Ton und Bild. Also ja. Ich habe inzwischen auch zwei Posts dazu zwei Antworten gepostet, aber Lucia, du kannst bitte. Ich wollte eigentlich nur kurz auf die Publikation verweisen. Es gibt nämlich eine Publikation MOOCs in der Erwachsenenbildung, da kann man ganz gut nachlesen, worauf zu achten ist, auch in der Videoproduktion. Ich poste sie vielleicht nochmal. Sehr gut. Aha, und da gibt es aber die Auskunft, dass das einen Ladefehler baut. Bei uns nicht. Bei mir lädt es gerade wunderbar. Bei uns nicht. Nein. Ah, ich kann es auch laden. Das ist unser letztes gemeinsames Werk, gell? Recht umfangreich geraten mit 70 Seiten. Wir haben versucht, alles, wir haben da sozusagen den völligen Erfahrungsseelenstrip. Achso, jetzt scheint es auch bei der Frau herzugehen. Sehr gut, danke. Super. Ja, was interessiert euch noch? Wir haben jetzt noch rund eine halbe Stunde Zeit. Überziehen, glaube ich, tun wir trotzdem nicht. Oder wer möchte sich auch sonst vielleicht zu Wort melden und sich zeigen? Sehen wir vielleicht irgendjemanden Bekannten unter den Angemeldeten, von dem wir schon wissen, dass sie vorigen Mal dabei war und die was erzählen Eva könnte Liegel vielleicht. Sehe ich und die schaltet sich auch schon zu, was mich sehr freut. Jetzt noch ein Klick auf den Mikrofonknopf. Hallo, hört ihr mich? Ja, wunderbar. Ja, passt. Ja, hallo, grüße euch. Hallo. Ja, schön wieder da zu sein, schön ein Serverproblem mitzuerleben und die große Kooperationsfreude in der Gruppe der Teilnehmenden. Also erinnert mich an voriges Jahr, diese Art der Kooperationsfreude. Ja, du warst letztes Jahr auch dabei. Genau, also für mich war das voriges Jahr der IBMOOC 17, mein erster MOOC in meinem ganzen Leben. Also ich bin auch mit sehr viel Aufregung reingegangen. Und war dann ganz begeistert, wie schnell oder wie gut er gestaltet ist, dass auch jemand, der jetzt nicht jeden Tag mit digitalen Werkzeugen zu tun hat, sehr schnell reinfindet. Also das hat mich, also die Ängste, die ich am Anfang hatte, dass man ja weiß, okay, man kennt sich aus in ein oder anderen Feld, aber eben nicht in dieser Form des Lernens, die haben sich dann bald zerstreuen lassen und ich glaube, das hat sehr stark mit diesem Design von diesem MOOC zu tun. Ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe.
und bin so begeistert, dass ich heuer wieder dabei sein möchte, um zu sehen, was sich getan hat in dem Jahr. Das freut uns sehr. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du mitgenommen hast und also Praxistransfer, glaube ich, wäre das. Also das Modul 2 ist natürlich auf den ersten Blick sicher das Modul, das sich am schnellsten in die Praxis umsetzen lässt. Also das Modul 2, das die Birgit auch schon angesprochen hat, wo es darum geht, dass man Werkzeuge in die Hand bekommt, die gleich im Training eingesetzt werden können. Sehr niederschwellig, also einerseits eine gute Auswahl, andererseits Werkzeuge, die eben keinen sehr großen Einschulungsbedarf haben, also wo man nicht das Gefühl hat, okay, ich muss mich jetzt da 3 Wochen kasernieren, damit ich mit diesem Werkzeug einmal zurechtkomme. Das war natürlich der erste große Bringer. Und ein Thema, das viele betrifft, die auch selber Lehrmaterialien entwickeln, ob jetzt in Form von, wie man es halt früher gemacht hat, irgendwelchen Arbeitsunterlagen oder PDFs, die man ausgibt oder verschickt, als ein Modul, das mir sehr gefallen hat und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, war das Modul zu den offenen Bildungsressourcen. Also einerseits Quellen kennenzulernen, wo ich zu offenen Bildungsressourcen komme, aber auch selber die Art Creative Commons Lizenzen kennenzulernen, wenn ich selber etwas machen möchte, das ich auch gerne teile, aber ich möchte zumindest sozusagen die Credits für meine Arbeit, für meinen Hirnschmalz irgendwo noch vermerkt wissen. Also das waren so die Highlights und die haben sich auch schon sehr bewährt. Jetzt noch das Highlight-Tool, bitte, das am besten gefallen hat. Mein Highlight-Tool war Padlet. Ich weiß nicht, ob das im heurigen Programm wieder vorgesehen ist. Ich möchte da nicht zu viel vorgreifen, so im Sinne von einem Spoiler. Aber das Tool, das am schnellsten bei uns, also wir waren eine ganze Gruppe, also wir heißt in dem Fall einige Trainerinnen und Trainer des BFI Kärnten, was am meisten sofort in den Gebrauch gekommen ist, auch von Kolleginnen, die gar nicht am IBMUG selbst teilgenommen haben, war eine Seite namens Learning Apps. Also die wurde ganz schnell, weil die kann man auch sofort jemandem anderen als einfach eine Webadresse weitergeben und sagen, okay, schau dich da einmal um. Also das geht sogar ohne, dass man irgendeinen Kurs macht. Mhm. Ja, also mein Highlight-Tool, Padlet vom vorigen Jahr. Jetzt bin ich neugierig, ob es ein neues wird, heuer. Und was ich auch noch sagen wollte, dieses Moodle, das auch hier jetzt im Webinar schon angesprochen wurde, also es war schon dieser IBMUG auch ein Hinführen zu diesem Moodle-Instrument, das es zwar in dem Bildungsinstitut gibt, in dem ich viel arbeite, das aber ich vorher nicht so genutzt habe und das hat mir dann halt Lust gemacht, mehr so auszuprobieren, was es halt kann und das für meine Arbeit besser einzusetzen. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Eva, für den Bericht. Ja, gerne. Und, ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und natürlich auch beitragen dann kannst. Ja, darf ich vielleicht noch einen letzten Tipp geben? Ja. Nach dem zweiten Modul dranbleiben, auch wenn sozusagen die Sensation vielleicht nicht mehr so groß ist, und wirklich versuchen, diesen Wochenrhythmus, wenn es irgendwie geht, einzuhalten. Also ich habe das gemerkt an einem anderen MOOC, an dem ich voriges Jahr begonnen habe teilzunehmen. Wenn man zu viel zusammenkommen lässt, ist halt die Chance, dass man rauskippt, sehr hoch. Sagen wir es mal so. Das wäre schade. Man kriegt viel Support. Dankeschön. Danke dir, Eva. Wir sehen da ganz begeisterte, zustimmende Chat-Kommentare. Da freuen sich ganz viele. Ich kriege gerade einen Spoiler-Alarm auf die Nase. Das ist auch gut. Aber ansonsten ist es einfach super, dass man da von dir so einfach, ich habe mir jetzt gerade gedacht, das klingt wie eine Werbeansage. So als hätte man das im Voraus ausgemacht, was du sagen wirst. Aber das haben wir nicht. Nein. Ja, also du hast einfach auch Tools genannt, die von vielen letztes Jahr so positiv, besonders positiv kommentiert worden sind, gerade mit den Learning Apps und mit Padlet, aber natürlich die anderen sind ähnlich praktisch. Und also es sind ja alle nach den gleichen Kriterien praktisch ausgewählt, einfach praktisch erprobt. Wird es geben eine Sammlung von Programmen und auch Alternativen zu diesen Programmen? Nee, es gibt jetzt
Transkripte und in den Transkripten sind alle Links drin und zu den Tools sind in der Regel Alternativen auch noch enthalten und besonders zu der Einheit 2, wo die vielen kleinen Tools vorkommen, gibt es nicht ein Transkript im klassischen Sinn, sondern sowas wie eine Handreichung oder eine Sammlung eben von Anleitungen, wie man mit den Tools umgeht, wie man reinkommt, in die einfach über die Funktionalitäten, ein bisschen Erklärung über die Anwendungsmöglichkeiten und Alternativen. Also das ist sozusagen das Skriptum zur Einheit 2, das deckt die vielen kleinen ab. Mhm. Ja, da kommen noch Fragen. Was ist ein Spoiler-Alarm? Ich kann die Lucia wieder am besten oder alle, die gern Serien schauen oder Filme anschauen. Wer kann denn das? Wilfried, wir können das auch erklären. Etwas ja. Also das ist sozusagen der Alarm, wenn in einem Trailer oder so zu viel verraten werden könnte über das, was dann eigentlich Spannendes erst in der Hauptfolge kommt. Also wenn ihr jetzt alle Tools verraten würden, dann wäre die Idee, dass ihr vielleicht die Motivation verlieren würdet, euch den Modul 2 anzuschauen und deswegen tun wir das jetzt nicht. Also, ja. Wie bleibt der Chat sichtbar mit den vielen Links, die hier auch reingepostet wurden? Also im letzten Jahr haben wir ja aus dem allen eine Linkliste angefertigt am Schluss. Teilweise haben wir auch Chatprotokolle veröffentlicht, aber das ist sehr unübersichtlich. Also es hat sich dann eigentlich vor allem bewährt, am Schluss alle genannten Links in eine Linkliste zu packen und das mit der letzten Einheit in der letzten Einheit zu veröffentlichen. Das würde man wieder so machen, dass man in der 6er Einheit dann einfach eine Linkliste mit allen Links hochladen, wenn euch das recht ist. Mhm. Ah ja, okay, ich sehe schon. Das klingt sehr gut. Linkliste ist gut, ja. Katja Hagemann hat gefragt, und ich glaube, die Frage bezieht sich auf wissenschaftliche Literatur, oder? Vielleicht kann das Katja nochmal bestätigen. Vergleich zwischen digitalem und persönlich vermitteltem Lernen bezüglich Lernerfolg. Und da möchte ich nochmal Martin bitten, ob er da einen Tipp hat. Ja, also im Prinzip, also gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen, die genau das nachweisen wollen. Ich kann Ihnen das eben Wissenschaftler sagen, also sie können das Ergebnis haben, das sie wollen. Grundsätzlich ist so, dass Lernen an sich unabhängig vom Medium ist. Das heißt, also was sie verwenden beim Lernen, müssen sie wieder selbst am Ende vom Tag. Und das kann genauso gut mit einem Papier folgen wie mit Webinaren. Also das ist wirklich das, was fundiert ist. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die pro argumentieren. Es gibt sehr viele Untersuchungen, die dagegen argumentieren. Im Wesentlichen zeigen wir, sind zwei Komponenten, die ganz wichtig sind bei digitalen Lernen. Und wir sehen, das ist einerseits die Motivation. Wir sehen also, dass Personen motivierter oft sind, weil sie halt jetzt mit verschiedenen Tools arbeiten und also andere Formen der Unterstützung bekommen. Und man kann die Didaktik damit ändern. Also sie können heute Dinge machen, die man einfach früher nicht machen konnte. Also wenn wir jetzt über dieses Webinar nachdenken, das wäre vor 15 Jahren nicht möglich gewesen. Also Punkt. Ja, und jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich mit 68, wir waren über 100 Personen, gleichzeitig in einem Raum zu sein. Und das ist also eine neue Möglichkeit, die eigentlich die Digitalität mitbringt. Und ich bin also kein Freund von diesen Vergleichen, weil ich vergleiche auch nicht Äpfel und Birnen, sondern wir sagen einfach, wir haben jetzt digitale Medien und mit digitalen Medien versuchen wir neu zu denken, andere didaktische Szenarien machen und schließen aber umgekehrt nie aus, dass das natürlich der persönliche Kontakt, also das Nonplusultra ist. Wir wissen alle, das ist, glaube ich, da braucht man nicht viel beweisen, dass der 1-zu-1-Unterricht, also die beste Form des Unterrichts wäre. Das stimmt, aber leider ist das auch an einer Hochschule nicht mehr möglich und wir versuchen halt jetzt mit Hilfe von Werkzeugen, Tools, also auch 400 Leute gleichzeitig also zu unterrichten und trotzdem irgendwie am Ende vom Tag was rauszuholen. Und man findet, also wie gesagt, man kann sehr gern googeln und also wenn sie werden relativ schnell ein paar Publikationen dazu finden. Wir sind immer angehalten, es sehr kritisch zu sehen. Normalerweise, wenn es gut gemacht ist, also sieht man natürlich eine Steigerung des Lernerfolges. Ob das dann aber digital in den Medien wirklich liegt, das ist natürlich immer sehr schwierig zu beweisen, weil also wir haben zum Beispiel, also eins der schlimmsten Effekte ist der sogenannte Neuigkeitseffekt. Das heißt, Kinder sind total motiviert, wenn ich ihnen allen ein iPad in die Hand drücke und ich kann ihnen ohne Probleme einen tollen Lernerfolg nachweisen in 2 Monaten. Die Frage ist, wenn sie jetzt schon 4 Jahre ein iPad haben, ist es dann immer noch das Gleiche, weil dann ist auch dieses Tool also nicht mehr neu und der Neuigkeitseffekt geht wieder nach unten. Das heißt, die
Botschaft ist eigentlich sinnvolle Verwendung dort, wo es gebraucht wird. Und wenn Sie sagen, nein, also das Beste bei mir ist, wir gehen auf die Wiese, dann kann ich dem ohne Probleme zustimmen. Wichtig ist, es gibt halt Situationen, wo wir plötzlich Dinge machen können, die Sie nicht machen konnten bisher. Und das ist auch eine Möglichkeit. Ja, hier gibt es den Wunsch nach niederschwelligen Tools. Das finde ich auch eine gute und wichtige Frage. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich was dann auch für einen Thread im Forum, dann, wenn es um die Tools geht, dass man sich darüber austauscht. Ja, beschulungsungewohnte Erwachsene. Also ich kann vielleicht dazu sagen, ich habe in MIKA, in dem Netzwerk Migration, Kompetenz, Alphabetisierung, auch die Möglichkeit gehabt, in den letzten Jahren über frei und offen zugängliche Tools und offene Bildungsressourcen im Rahmen der Basisbildung zu arbeiten und habe da eine recht umfangreiche Sammlung auch zusammentragen können, allerdings mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache. Ich würde das einfach so machen, dass ich Kolleginnen, die sich dafür interessieren, einladen möchte, auf diese Website zu schauen. Und dann, das Link wäre natürlich auch gut gewesen, aber ihr könnt es eh rauskopieren. Und einfach da mal den Materialienpool anzuschauen und vielleicht auch noch zu schreiben, dann kann ich was Umfangreicheres auch schicken. Falls das in eure Richtung geht, ja. Chatprotokoll kann man natürlich auch mit veröffentlichen. Also ich habe das schon notiert, dass einfach der Wunsch da ist nach Linkliste jedes Mal oder Chatprotokoll jedes Mal. Wir überlegen uns da eine Lösung, die euch gut servisiert und uns in machbarem Ausmaß belastet. Einen guten, schönen Kompromiss überlegen wir uns da. Also schneller Tipp, man kann ja auch am Ende der Veranstaltung einfach in den Chat gehen mit Steuerung A, den ganzen Text markieren und rauskopieren und ein eigenes Word-Dokument überführen, dann habt ihr alle einfach sofort das Chatprotokoll zur Verfügung. Das haben wir sowieso, aber das ist halt erfahrungsgemäß, sind die meisten dann nicht glücklich, weil es einfach so lang ist dann zum Lesen und zum Suchen. Aber genau. Wir wissen nämlich aus dem Vorjahr, dass die Chatprotokolle, die wir online gestellt haben, kaum runtergeladen wurden. Deswegen die Anregung, das einfach auch selbst organisiert ein bisschen zu machen. Ja, Jean-Luc hat ja auch eine gute Idee. Ja, wir geben uns jetzt noch maximal eine Viertelstunde für dieses erste Webinar im Rahmen des EBMOOC. Danke, Ingo. Klingt ja schon nach erstem Feedback. Genau, ich habe. Also, für das mehrmals kommen, natürlich geht selber runterladen heute für den Teil, der jetzt der zweite ist. Das stimmt schon, der erste Teil des Chat-Protokolls scheint wohl weg zu sein. Nein, ich habe gesichert, ich habe den ersten Teil. Wir auch nicht rekonstruieren können. Ich habe den ersten Teil knapp vor dem Absturz zufällig. Martin, na bitte! Also ein paar Sachen sind weg, aber ich möchte das da sein. Genau. Wie schauen wir denn mit der Aufzeichnung aus? Wir haben natürlich beide Aufzeichnungen, oder? Wir haben sicher auch zwei Aufzeichnungen. Genau, ja. Also, sollte funktionieren. Also ich greife vielleicht noch auf, da kam auch früher die Frage nach, also jetzt über diese Links, die heute hier gepostet wurden, hinaus nach Sammlungen von empfohlenen Programmen und auch Alternativen. Zu allem, was es im BMOOC gibt, so kleine Vorschau auf die kommenden Module auch. Es gibt ja für alles, was wir vorstellen, zum einen gibt es für die Videos, ich mache ein Transkript, das heißt auch eine Textversion des Videos, das hier dann zum Ansehen ist. Und oft auch darüber hinaus dann in diesen Transkripten oder zusätzlichen Unterlagen einfach eine Beschreibung dieser Tools und natürlich auch eine Listung von Alternativen, die wir kurz vorstellen und auch anführen oder empfehlen können, die sich auch in unserer Praxis bewährt haben. Das heißt, es findet sich auch sukzessive im MOOC immer wieder auch. Und was wir auch im Vorjahr gesehen haben, ist, dass im Forum dann auch ganz viel gepostet wird an Ideen und auch dort wieder zu finden ist ganz gut. Und dann so ein Pool an Links und an Tools eben auch entsteht, die man teilen kann, auch nachschlagen kann ganz gut.
meine Erfahrung ist letztendlich, setzt man in der Praxis das ein, was sich bewährt hat für einen selbst und was man erfahren hat. Also die drei wichtigsten Links, die man sich aufschreibt, die bleiben dann meistens wohl auch und werden praxisrelevant. Gut, ja, ich denke, wir runden dann langsam ab unsere Runde von immerhin noch 76 Teilnehmenden. Wie geht es denn weiter jetzt im EBMOOC? Ja, die nächste Einheit ist die schon mehrfach als besonders interessant bepriesene zweite Einheit. Die hat ja das letzte Jahr in der Evaluation das beste Feedback gekriegt. Wir werden da jetzt nicht mehr spoilern, haben wir gesagt. Es kommt zum Beispiel Padlet vor. Martin hat mir gerade sozusagen hinterm Vorhang zugesteckt, dass Padlet da jetzt da plötzlich nur mehr kommerziell sein soll, seit wenigen Tagen. Also das ist auch die Einheit, wo wir einen Sack Flöhe hüten. Also das sind einfach diese kleinen Tools, die halt einfach sich auch ändern und immer wieder mal weiterentwickelt werden. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass es nur mehr kommerziell ist, Padlet. Wir kennen es als Gratis-Version und stellen natürlich lauter Gratis-Tools vor. Das ist so die nächste Einheit. Und die übernächste ist dann die mit Peter Webhofer, wo es um soziale Medien für die Erwachsenenbildung geht. Und zwar soziale Medien so als Lernmedien, aber auch als Medien für Bildungsmanager, wenn es darum geht, um zu informieren über eigene Veranstaltungen und dergleichen und zu vernetzen. Das sind so die nächsten Einheiten. Und zu beiden diesen Einheiten gemeinsam wird es dann das nächste Webinar geben, das wieder David mit uns gestalten wird. Ja, vielleicht magst du dazu was sagen, David. Ich bin nur der Moderator, aber ich kann mich erinnern, am 23. April findet statt, oder? Genau, am 23. April ist das Webinar. Wir haben eben die Webinartermine diesmal über die Wochentage verteilt, aufgrund der Rückmeldungen vom Vorjahr, wo wir gehört haben, dass einige doch sehr enttäuscht waren, wenn sie immer zu unserem Webinartermin einen beruflichen Termin hatten und nie teilnehmen konnten. Also diesmal probieren wir es mit unterschiedlichen Terminen. Das heißt aber eben, bitte für alle, die dabei sein wollen, mit uns einfach eintragen im Terminkalender. Eine Frage zu Terminen war hier noch von Manuel. Um welche Uhrzeit werden die Module aktiviert? Der möchte ganz schnell wahrscheinlich reinschauen. Die Module werden also kurz nach 7 Uhr aktiviert sein. Also früh aufstehen. Didaktik-Video. Muss ich natürlich dagegen, kurz nach 7 Uhr, um 7 Uhr, je nach Serverzeit. Ja, wobei ich es liebe, wenn ich Stränge eröffnen kann um 7 Uhr, aber wenn mir natürlich jemand zuvorkommt, dann ist das richtig. Wir werden uns die Wecker stellen gemeinsam und auf das Forum losgehen und hoffen, dass es dann nicht untergeht. Solche Dialoge finden statt, wenn Geisteswissenschaftler und Techniker zusammenarbeiten. Ja, das sind die, genau. Gut, Birgit, vielleicht kannst du das kann man uns super beobachten, ja. Zu dem Didaktik-Video posten. Naja, das ist jetzt im Mekomog. Okay, sonst tragst du es nachtragen im Forum, ja? Ja, das gern. Das ist jetzt gern. Aber ich bin gleich dort. Ich fand das sehr ansprechend. Überhaupt die Einheit 3 im Mekomog finde ich sehr, sehr fein. Ja. Also das sieht man einfach auch so ein Stück weit, wann sitze ich welche Medien im Unterricht ein. Ich habe es gleich. Ich muss schauen, dass YouTube mich so, das ist ein nettes Video, aber ich empfehle natürlich, ein MOOC sozusagen vollständig zu machen und nicht nur ein Video aus dem MOOC zu besuchen. Also ich würde dann den ganzen Mekomog empfehlen. Mekomog auf iMOOC. Gut. So, jetzt wird der Chat verkleinert zum Abschied. Wir freuen uns auf den Start des nächsten Moduls, auf das nächste Webinar am 23. April. Vielen Dank, dass ihr Geduld hattet mit uns und mit der Technik und da geblieben seid. Zum Abschluss dürfen alle ihre Kamera einschalten, daher der verkleinerte Chat. Und jetzt ist es auch egal, wenn dann alles abstürzt, weil das Webinar ist somit offiziell zu Ende. Und wir dürfen uns alle winken. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederlesen. Oh, die MOOC-Bar in Karlsruhe.
Wie schön. Super. Das ist super. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Videobilder wir schaffen. Und ich merke schon, ja. Der Server wird schnell langsam. Ich mache mal ein Foto, aber es wird tatsächlich langsam. Sieht man, wer alles durchgehalten hat mit uns, gell? Trotz des Ausfalls. Großartig.